Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde von der AfD. Mein Name ist Uli Henkel und heute ist es mir ein Anliegen, Stellung zu beziehen zu den Aussagen der CSU und insbesondere ihres Generalsekretärs Blume in Bezug auf unsere AfD. Um zwei Punkte gleich vorwegzunehmen: Es ist die pure Panik, die man förmlich spürt, wenn man diese Leute reden hört. Und es ist wie immer der Ton, der die Musik macht. Und ganz anders, als es immer in den Medien kolportiert wird, sind es die politischen Mitbewerber der AfD, die hier schlechte Kinderstube zeigen und sich regelmäßig im Ton vergreifen. Wenn die CSU jetzt versucht, sich vehement von der AfD abzugrenzen, dann ist das insoweit schon fast lächerlich, als die CSU inzwischen seit zumindest 50% doch die Positionen der AfD übernommen hat, und zwar genau in den Punkten, für welche die AfD von der CSU und deren Haus- und Hofsender Bayerischer Rundfunk noch vor wenigen Monaten ans Hakenkreuz genagelt worden ist. Ein objektiver Beobachter wird konzidieren, dass die CSU sich wie ein schlechter Schüler geriert, der zunächst bei der Klassenarbeit abschreibt, anschließend das Ergebnis für sich reklamiert und obendrein sogar noch lautstark den eigentlichen Urheber diffamiert, indem er gerade ihm den Unterschleif unterstellt. Weil die CSU-Granden feststellen mussten, dass gerade auch auf dem Lande, als Beispiel sei die prosperierende Gegend um die BMW-Werke in Dingolfing genannt, die bürgerlich-konservative Mitte der Gesellschaft sich immer stärker der AfD zuwendet, da reklamierte der neue Generalsekretär Blume sofort, aber natürlich dennoch zu spät, das angebliche Alleinvertretungsrecht der CSU für genau diese bürgerliche Mitte. Mehr und mehr tauchen nun auch Zitate auf, in denen explizit die Urheberschaft einer Idee oder Forderung, die von der AfD vorformuliert worden war, schlicht und einfach negiert und gleichzeitig der CSU angedichtet wird, gemäß dem Satz: Wer hat's erfunden? Die von der CSU, oder? Seit ein paar Tagen heißt es nun sogar, die AfD sei der Feind von allem, für das Bayern stehe, wobei der Generalsekretär und auch der Ministerpräsident natürlich den Beweis für diese Thesen schuldig bleiben, aber die Worte, mit denen diese Behauptungen untermauert werden, disqualifizieren auch wieder nur die Absender, wenn nun die AfD mit ihren knapp 1,5 Millionen Wählern allein in Bayern doch tatsächlich als brauner Schmutz tituliert wird, den die CSU in Bayern nicht dulden werde, um nicht die Zersplitterung des bürgerlichen Lagers zu riskieren, wobei eben auch hier wieder geleugnet wird, wer denn für diese Zersplitterung ursächlich war, nämlich die CSU selbst, die, um nur ein Beispiel zu nennen, es seit gut 2,5 Jahren einfach unterlässt, gegen die Flutung unseres Landes durch Menschen aus fremden Kulturen einzutreten oder besser noch, gleich selbst aktiv zu werden und die Grenzen zu schützen. Die CSU, die den Boden der fairen Auseinandersetzung längst verlassen hat, was sie sogar öffentlich selbst anerkennt, wenn sie nun davon spricht, dass sie die AfD nicht mehr als politischen Mitbewerber, sondern als Gegner ansieht, den es zu bekämpfen gilt, wo es nur geht, scheut sich auch nicht davor zurück, sogar den Verfassungsschutz gegen uns zu instrumentalisieren. Ein weiterer Akt der puren Verzweiflung dieser einst so stolzen, heimatverbundenen und politisch und patriotischen Regionalpartei, die ohne jegliche Not den rechten und damit den richtigen Pfad verlassen hat, um sich in den letzten Jahren unter Angela Merkel mehr und mehr nach links zu bewegen, dabei aber ihre ureigenste Wählerschaft schutzlos im Regen stehen zu lassen. Fehlt jetzt eigentlich nur noch der Schulterschluss mit Pöbel Ralle, der ja meint,
dass man mit allen Mitteln, auch denen der körperlichen Gewalt gegen Sachen, und jetzt wird es strafrechtlich wirklich sogar relevant, sogar gegen das Personal der AfD vorgehen sollte oder mit Herrn Kahrs, ebenfalls von der SPD, der doch tatsächlich vor laufenden Kameras live auf Phoenix den Einzug der 92 AfD-Abgeordneten ins Parlament anlässlich der konstituierenden Sitzung mit den Worten kommentierte: Ach, da kommen ja die Arschlöcher von der AfD, was sogar dem Reporter sichtlich unangenehm war. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Das war der Spruch der jungen Fraktion im 19. Deutschen Bundestag. Und ebenso, liebe Freunde, verhält es sich mit den Länderparlamenten. Lediglich 2 Landtage sind noch unbenannt, unbesetzt. Und klar ist, dass am 14.10. und am 28.10. diese beiden letzten Landtage von uns auch noch im Sturm genommen werden. Und ich prognostiziere schon heute für Bayern, dass wir mit mindestens 25 Abgeordneten ins Maximilianeum einziehen werden, mit dem heiligen Versprechen, auch dort endlich eine echte Opposition zu installieren und darauf zu drängen, dass Bayern seine herausgehobene Position als wirtschaftlich starkes und auch bevölkerungsreiches Land im Bund ausnützt, um dort endlich Entscheidungen im wohlverstandenen Interesse Deutschlands und der Deutschen einzufordern und dann auch bei den Abstimmungen im Parlament und vor allem im Bundesrat umzusetzen. Statt immer nur rumzulabern, rumzueiern, laut zu brüllen, ja sogar zu drohen, um am Ende doch dann genau das Gegenteil dessen zu tun, was man selbst gefordert hat, wozu ja auch die jüngsten Entscheidungen in Brüssel durchaus als bestes Beispiel benannt werden können, wenn die CSU hier in Bayern den Menschen doch verspricht, sich gegen weitere ungezügelte Zuwanderung einzusetzen, in Brüssel dann aber die bayerischen Vertreter für das genaue Gegenteil votieren und zum Beispiel den Global Compact on Migration des UNHCR und der IOM einfach so durchwinken. Es ist in einer Demokratie ganz normal, dass gelegentlich die Spieler ausgetauscht, die Karten neu gemischt werden. Und so ist es auch in Bayern. Nein, ich bin nicht naiv. Es wird noch eine ganze Weile dauern, bis in Bayern wieder Recht und Ordnung herrschen, bis die konservativen Kräfte in der CSU sich ein Herz nehmen und zu uns überlaufen. Aber die Zeit wird kommen. Und wir von der AfD, wir haben alle Zeit der Welt. Schlimm ist nur, dass unser gebeuteltes Land diese Zeit nicht hat. Und das ist auch die Triebfeder für all unser Handeln, welches zutiefst moralisch begründet ist, auch wenn uns tagtäglich das genaue Gegenteil vorgeworfen wird. Ich jedenfalls glaube ganz fest an die unglaubliche Kraft der Bayern, die in den letzten 60 Jahren einen atemberaubenden Spagat geschafft haben zwischen Laptop und Lederhose, zwischen Christentum und absoluter Weltoffenheit. Und mit vereinten Kräften werden wir es dann auch schaffen, unser wunderbares Bundesland aus den Klauen derer zu befreien, die alles, nur nicht unser weiß-blaues Wohl im Sinne haben. In diesem Sinne, liebe Freunde, verabschiede ich mich jetzt von euch und ich freue mich schon auf ein Wiedersehen, dann zu einem anderen Thema, aber ganz sicherlich wieder auf meinem Kanal. Bitte bleiben Sie der AfD, bitte bleiben Sie mir gewogen. Vielen Dank.